Moin Moin, prima Lehrkraft! In diesem Video siehst du den Beamer-Modus des Tafelsystems. Zuerst schaltest du den Beamer mit der Fernbedienung oder direkt am Gerät an. Jetzt auf die interaktive Oberfläche tippen und links oder rechts auf eines der beiden erscheinenden Pfeilsymbole. Es öffnet sich das Aufklappmenü, in dem ganz oben rechts der Tafelmodus ausgewählt werden kann. Ist der Modus aktiv, erscheint eine weiße Fläche, die folgend als Hintergrund dient. Hier können je nach Bedarf auch alternative Vorlagen gewählt werden. Um mit dem Finger zu schreiben, tippst du damit auf die gewünschte Farbe sowie Stärke. Der Sensor des Boards erkennt den Finger als Eingabemedium. Einen interaktiven Stift kannst du auf dieselbe Art verwenden. Dieser ist noch genauer. Die unterschiedlichen Eingabemedien können gleichzeitig mit unterschiedlichen Eigenschaften verwendet werden. Zur Beschriftung können auch andere Gegenstände wie ein Tennisball dienen. Dieses kann hilfreich sein für Schüler und Schülerinnen mit motorischer Beeinträchtigung. Zum Radieren einfach mit dem Eingabemedium das Radiergummi auswählen. Möchtest du das gesamte Tafelbild löschen, auf das Radiergummi-Symbol mit Rechteck gehen und die Eingabe bestätigen.